blöder Ausschalter. Da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben mit dem Ausschalter. Jedes Mal sucht man da unten, wo das Ding ist. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Wenn ihr sehen wollt, wie ich es gebaut habe, bleibt dran. Der Daniel vom Basteltown hatte das für seine Bosch schon mal gemacht. Denn bei der Metabo, ich nehme euch jetzt hier mal raus, ist das wirklich hier unten ein bisschen ungünstig, der Schalter. Wenn man am Arbeiten ist, ist das Ding hier ein bisschen verdeckt. Mit dem Schalter, so wie der Daniel das gemacht hat, wird das hier nicht funktionieren. Dann geht das ja hier oben der Schlitten mit hin und her. Also da können wir nicht rangehen. Wir müssen weiter hinten irgendwo rangehen. Wo war dann? Mal hier drücken, plöpp. So ein Reststück, ein bisschen schräg zugeschnitten. Ist aber egal. Wir wollen ja nur hier das hier oben ansetzen. Und dafür passt es. So, jetzt machen wir uns hier einen Ausschnitt. Für den Einschalter. Nach oben können wir uns da ruhig ein bisschen mehr Platz lassen. Nach unten, ja. Und da geht ein bisschen rüber.
wenn man die Stelle markiert, wo der Schalter ist. Man könnte jetzt hier natürlich auch eine Mutter drin drehen, damit man ein bisschen einstellen kann. Die finde ich jetzt ja nicht schlecht. Dann nehmen wir mal Windows F6. So, und darüber könnt ihr jetzt wunderbar euch einstellen, wo der Auslösepunkt ist. Wollte hier vorne eigentlich aufdoppeln, dass es weiter nach vorne kommt, aber durch die Einstellmöglichkeit passt es auch so. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das jetzt unten an die Säge ran schaut, zeige ich euch gleich nochmal, dass ihr sehr weit außen bleibt, weil der Schalter da hinten noch so eine Abdeckung hat und wäre nicht, glaube ich, so ratsam, wenn man da unbedingt drin schraubt. Kann man von der Seite sehen bzw. die Seitenverkleidung abbauen. Wenn ihr jetzt hier unten festschraubt, wie gesagt, guckt hier von der Seite, könnt ihr sehen, hier ist der Schalter, der geht ein bisschen draußen dran vorbei. Wir gehen jetzt hier so weit rüber, wie es geht. So, wir könnten hier ich habe möglichst kurze Schrauben hier noch, die gerade so durchgehen. Plastik braucht doch nicht vorbohren, im Gegenteil, das hält viel besser, wenn ihr etwas so daran schreibt. So, das war's. Hat euch das Video gefallen? Ihr wisst schon, Like, bla bla bla, Abo, wenn ihr mehr sehen wollt, ist üblicher. Okay, glaube heute nicht. Außer dass vielleicht meine Haare ein bisschen richtig scheiße aussehen. Egal, dann müsst ihr durch. Ja, viel Spaß. Könnt es nachbauen. Plan dazu gibt es wie immer nicht. Weil so simpel, ihr könntet unten noch, ihr müsstet unten noch nicht so zuschneiden, das war einfach ein Reststück, weil ich jetzt da hatte. Zwei Winkel geholt, ein paar Schrauben. Oben könnt ihr auch ein Loch mit einem Forstlaborer drin machen, dass ihr durchgreifen könnt, um sie einzuschalten. Die andere Alternative wäre jetzt gewesen, einen externen Schalter irgendwo hinzubauen. Und dann ist er aber, nee, wenn ich sie wirklich mal irgendwo mobil nehmen will, kommt sehr selten vor, aber es kam schon vor. Dann ist das blöd, da muss ich die ganze Elektrik umbauen, das will ich nicht. Deswegen sind ja auch die Rollen soweit alle dran geblieben und die Standfüße, so dass man jederzeit so weiterverwenden kann. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß, ciao. Jetzt ist sie schon wieder einfach ausgeschaltet. Sieht mein Mikrofon noch?